Hey und herzlich willkommen. Ich werde versuchen, bis Halloween die nächsten 7 Tage täglich ein Video davon zu bringen. Und jetzt stehen wir mal direkt rein. Ich habe irgendwie Angst und die Neuerung des Tages. Man sieht jetzt meinen Puls. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich habe mir gedacht, bei Horrorspielen kann das schon witzig sein. Dann legen wir die Videokassette ein. Nee. Even please watch this. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Hey, ich spiele mir. Was muss ich machen? Hier drüben, Mann. What the heck? Nicht Kinderstimmen. Ich hab die Schnauze voll davon. Voll von kommt die Oma. Ich muss mich verstecken. Komm nicht raus. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Oh mein Gott. Ein Zimmer, sofort. Ich bin erwischt worden. Wir hätten verstecken sollen, aber da waren ja beide Türen zu. Hätte ich einfach sitzen bleiben sollen? Ich hab mich daneben gesessen. Hey, das ist mal schon wieder. Damit ich von ihnen gefunden werde. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Huch. Ist geschafft. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du dir vorstellen kannst. Und es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht, oder kümmert es dich einfach nur nicht? Anstellen willst? Ich verstecke mich doch mal. Nein, nein, komm nicht hierher. Nein, sie kommt.
die Augen zu machen. Na? Oh nein. Meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Sie geht. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Ich kann ihn aufmachen. Spinne? Ja, lol. Das ist die Spinne. Siehst du was? Hätte ich es richtig machen sollen? Ich habe das ja richtig gemacht, oder? So. Jetzt. Ah. Lol. Ja, lol, da würde ich durch, ne? Eine Familie sind, verdammt nochmal. Bleib genau da, du kleines Miststück! Fuck. Tschüss. Oh mein Gott, da ist der böse. Was hätte ich machen sollen? Oh mein Gott! Ja, du warst ein böses Mädchen! So. Schnelles Umdrehen. Das hat's braucht. Rennen dort auf nach links. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist ihre so verdammte Gabe anzunehmen! Ich bin so rib. Leute! Ich bin so rib. Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges sind. Oh mein Gott, ist geschafft. Nein, 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 nein!
Versuch nicht deinen Teil der Alter, dann war mir der Daddy noch lieber als die. Weg raus, Fräulein! Die ist auch. What? Soll schwarz? Wo denkst du, dass du hingehst? Versteckspiel, ja. Okay. Mir fallen auch die Worte, was da gerade passiert ist. Was haben sie dir angetan, Mia? Timmy Brook. Wie machst du sowas auf? Mit mit Messer. Okay. Unser Ziel ist ja die Flinte bekommen. Kombinieren wir das einmal. Wir könnten da oben springen, aber. Wie das? Es könnte Adler sein. Yay! Oh mein Gott, er lebt! Nicht. Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Willst du ihn umbringen? I guess yes. Hallo Daddy. Wegrennen ist sicher nicht die beste Lösung. Oder doch? Eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. What the fuck? Wer baut diesen Mist? Denk mal, ich bin jetzt mal weggelaufen von ihr, aber ihn umbringen müssen? Ich weiß nicht. Jetzt.
Da ist eine Waffe drin. Objekte, soll ich das jetzt schon nehmen? Abo! Ja. Yeah. Soll ich schon nehmen? Was eine die kurze Sinneschärfe, wodurch sie wirklich einfach aufspringen können? Kombinieren, nutzen. Zeit und die Position von Objekten. Okay. Daneben, ja. Was sinnlose Objekte oder was? Da hinten ist auch was. Nicht genügend Platz. Münze, Cheesepulver. Yay! Ist da was noch drinnen? Na. No. Es ist wieder leer mit den Objekten schon? No. Duften die richtige Möglichkeit? Ich schau noch mal hin, okay? Hi. Mann war ein Erfolg. Alles klar. Schön da verwenden. Cheeseburger vielleicht. Also kann man Pistolenmunition herstellen. Alles klar. Ja, tun wir den mal wieder rein. Das tun wir warm rein. Die Kassette tun wir rein. Flinten brauchen. Einen Autoschlüssel kennt man aber. Ah, rein tun. Das brauchen wir noch, I guess. Ja, solange wir keine Flinte haben, tun wir das auch rein, dass wir dann wieder voll sind. Irgendwas stimmt hier nicht mit mir. Muss an dem Mist liegen, den sie mir reinwürgen. Wenn ich schon drauf gekommen bin, muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen, die ich im Freizeit gesehen habe. Die wird noch bereuen, was sie mir angetan hat.
Das muss hier rauskommen, ich liebe dich, Courtney. Alles klar. Die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen, finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Aha, das ist der Zerlegungsraum. Sehr cool, sehr cool. Speichern wir mal. Cool. Der Zerlegungsraum. Wir haben keinen Dietrich mehr. Dann gehen wir oben, wenn das der zielführende Weg ist. Da kommt gleich wieder so ein Monster. Geh auch wieder. Tschüss. Ich würde eigentlich nicht eine, aber. Hallo? Hallo? Er ist hinter mir. Nein. Oh mein Gott. Geh um. Schauen Sie uns vor. Komm noch einer. Noch einer. Wir da im Werkstatt, da ist der Zerlegungsraum. Aber ich schau mir einfach mal um. What the fuck? Bin ich im Zerlegungsraum? Frost. Ich habe einen Skorpionschlüssel. So. Schatzfoto. Oh, fuck. What the fuck? Dietrich, das ist gut, die können wir was aufmachen. Kraut, das ist auch gut. Können wir was kombinieren? Geht aber nicht. Hier. Und jetzt schau dir zu und trauen wir nicht mehr rein, bitte. Das Spiel ist mega brutal. Flintmunition, gut, dass man die Shotgun nicht nehmen kann, nur weil jedes Mal, wenn wir es nehmen, geht die Starte bergab und ich bin eingespürt. Skorpion würde nicht funktionieren. Nope. Müssen wir da aufgehen.
Eigentlich müssen wir in den Zerlegungsraum, aber. Sorry. Da müssen wir den ganzen Weg zurückgehen. Sonst ist da eigentlich alles offen. Außer die Werkstatt, da kennt man ihn schon. Oh mein fucking Gott. Das ist wie viele Schüsse die brauchen. Keine Ahnung, wie hin muss ich das. Er braucht ein ganzes Magazin. Ich gebe ihm jetzt das. Oh mein Gott. Besser als nichts, ja. Ich habe den ersten hingemacht und der hat meine ganze Munition gekostet. Da geh ich nicht auf. Da drinnen waren noch vier von denen. Ich habe die Tür einfach zugemacht. Geht nicht da. Kommen wir nicht in die Werkstatt. Ja, cool. Dann gehen wir halt da wieder rein. Nur wenn da vier von denen drinnen sind. Jetzt schaut es so aus, ob da keiner drinnen wäre. Da kommt schon der erste. Oder? Na? Yay! Probieren wir mal den Nahkampf only. Fuck. Yay! Blocken, ja. Die stirbt gleich. Das Nahkampf only ist nix. Alter Schwede. Ja, sorry, da waren vier drinnen. Wieso verlieren Leben denn nur Leben? Oder? Ja, hätte ich nachladen sollen. Alter Schwede. Ganz bin ich nicht drauf gekommen, wie das Spiel das von mir will, dass ich das schaffe. Ey, wüsst mich! Ich hab null Munition! Ich probiere noch. Nicht so gut. Voilà. Alter, geht nicht. Drei Schuss noch. Hey, zwei Schuss gehalte ich mir auf. What the fuck? Was spielt das Spiel von mir?